Ei? Und Fyris hat auch fast keine Pfeile mehr, sehe ich gerade, den Elfenpfeil. Sollte sie nicht unbedingt verschwenden. So. Elfenpfeile hier runter, so ein bisschen das Inventar sortieren. Zeug zum Verkaufen, Bolzen haben wir noch genug. Und ja, sie hat noch 5 Jagdpfeile, da sollte sie, sobald wir hier wieder runter sind, gleich mal neue erstellen. So. Aber jetzt erst einmal einen Knauf. Und 10-mal Schleifstein für Arthur. So. Oh, Diamantschleifstein. Könnten wir 8 Stück machen. Wir haben genug Diamantenstaub. Aber nö, erstmal nicht. Knauf. Lederbänder wieder zu Fyris. Ja. Da sie die ja sozusagen herstellt. Gut. Und auf dem Weg nach unten halten wir beim Alchemiestand und mischen Einbeersäfte. Und zwar am besten gleich so viele, wie wir können. Und ja, ich benutze Einbeersäfte irgendwie recht häufig, beziehungsweise jedenfalls häufiger als Heiltränke. Obwohl ich von denen auch welche mischen könnte. Ich habe ja genug Yoruga und Bleichmond und Würselkraut. Ich könnte 3 Heiltränke mixen, wenn ich Alkohol und Zwiedestillat hätte. Aber ein Bärsaft reicht jetzt auch erstmal. Maximum. Gut. Und dann reden wir mal mit dir hier. Ich habe hier einen, hier den Knauf, den du wolltest. Karo und den Knauf geben. Ruft mich, wenn ihr beginnen möchtet. Okay. Ich frage mich, warum die zwergische Handwerkskunst so gepriesen wird. Nun, sie haben viel mehr Erfahrung als die Menschen und kennen sich gut mit Metallen aus. Das stimmt. Aber sie formen ihre Waffen nicht mit Magie, sondern durch pure Gewalt. Sie zwingen das Eisen in die gewünschte Form, indem sie darauf herumhauen. Anders kommen sie gar nicht an das Metall heran. Sie können es nicht aus dem Stein fließen lassen wie wir, sondern müssen es herausschlagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine derart geformte Waffe eins mit ihrem Träger sein kann. Vielleicht müssen sie deshalb so oft über ihre Waffen sprechen und mit ihnen herumfuchteln, um diese Verbindung herzustellen. Dabei fällt mir ein, kennst du das Lied über den Zwerg mit dem Hammer, der im Kampf seinen Kopf verlor? Ich will jetzt keine Lieder über Zwerge, die ihren Kopf verlieren, hören. Es schaudert mich. Haben sie den Kopf dann etwa auch wieder draufgehängt? Oh, Dania, deine Fantasie geht mit dir durch. Nicht dem Zwerg ist der Kopf abgefallen, sondern dem Hammer. Das ist fast ebenso schlimm. Mit was hat er dann den Kampf zu Ende gebracht? Na, mit seinem Kopf. Den hat er benutzt, um eine friedliche Lösung zu finden, und er lernte eine wichtige Lektion. Da war bestimmt ein Elf mit dabei, der ihn inspiriert hat. Von allein würde ein Zwerg nie auf die Idee kommen. Und ja, ich musste mal kurz hier Halt machen und mir das anhören, was die da zu sagen haben. Ziemlich hochnäsig, heuchlerisch würde ich es fast schon nennen, was die da über uns Zwerge sagen. Erst einmal kommen wir Zwerge. Oh, wir dürfen den Knauf behalten. Ja? Können wir ihn verkaufen? Erst einmal brauchen wir Zwerge keine Magie, um unsere Sachen zu formen, sondern kommen auch so daran. Ja. Und zweitens. Ja, was wollte ich gerade sagen? Also wir brauchen keine Magie, um an unser Erz zu kommen und es zu formen. Wir sind also nicht so abhängig. Und wir sind halt auch Experten im Schmieden. Aber gut, jetzt reden wir mal wieder mit Linwin Eulenflug über das, über die Aufgabe. Ich spüre, dass Kalenlea und Ilkoron gewillt sind, uns zu helfen. Wollen wir sie nun rufen, um mit der Formung deiner Waffen zu beginnen? Ja, wollen wir. Lass uns anfangen. Magie und Gesang werden helfen, die Form zu ergründen.
Um mit uns in Harmonie zu wirken, musst du deine Sinne öffnen, indem du mit uns singst. Ich glaube nicht, dass ihr mich singen hören wollt. Ich bin ein Zwerg, ich singe ziemlich kratzig. Ich bitte euch zum Bündnis, zu einen eure Kräfte in diesen Waffen. Diyun, Idao, Salamandra. Ja, ja, du mich auch. Der Bund ist geschlossen. Fei Isanya, Salaia Damandra, Maya Tarmandra. Ich singe nicht. Öffne deine Sinne weiter. Höre genauer hin. Noch einmal von vorn. Wir haben Zeit. Okay, ja, beginnen wir noch. Ich bitte euch zum Bündnis, zu einen eure Kräfte in diesen Waffen. Diyun, Idao, Salamandra. Diyun, Idao, Salamandra. Der Bund ist geschlossen. Fei Isanya, Salaia Damandra, Maya Tarmandra. Das müsste dann das... La Sala Biwanda Sanirai, Eorla Riska Agra, Akayamandra, Iyama Bian Ayayara. Ja. Öffne deine Sinne weiter. Ich bin ja, ja. Der Bund ist geschlossen. Okay, ich mach das jetzt hier mal im Schnelllauf. Biwanda Sanirai, Eorla Riska Agra, Akayamandra, Iyama Bian Ayayara. La Sala bla bla bla, ja 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 ja. Öffne deine Sinne. Na gut, ich mach das jetzt wirklich im... La Sala Biwa. Madao Aigia, Nudradao Iona Taraka, Tarfiyama Feira. Eorla, es ist vollbracht. Diese Waffen sind lebendig und werden mit dir wachsen. Toll. So wirst du stets daran erinnert, dass wo immer du Zerza bringst, du auch mit Nodra den Ausgleich schaffen musst. Ja, okay. Ich danke euch für diese Meisterwerke der Handwerkskunst. Nur du vermagst es, sie zur Vollendung zu bringen. Doch ich kann dir sagen, was du dafür tun musst. Okay, wir haben 3 Waffen erhalten. Die oberste Kavanie konnte man fast nicht sehen. Da war nur ein ganz kleines Fitzelchen zu sehen, dass da noch was gekommen ist. Und zwar haben wir einen Seelenbogen, ein Seelenmesser und ein Seelenspeer. Kann durch Anleitung erweitert werden. Jawohl. Führe die Waffen zur Vollendung. Ja, okay. Also. Ich grüße dich. Bleib doch eine Weile und lausche. Nein, sonst bekomme ich so spitze Ohren wie du. Das war ja jetzt nicht gerade nett. Aber wie kann ich die jetzt ausgleichen? Gemeinsam mit Linven Eulenflug, Ilkor und Fumavib und Kelenlea Pfeilklang sind 3 Waffen entstanden. Ein Bogen, ein Messer, alle Meister macht. Ich fühle eine Verbindung mit ihnen und weiß, dass ich wie die... Da die Waffen speziell für mich gemacht wurden, kann nur ich sie zur Vollendung bringen. Ich grüße dich. Bleib doch ein... Beibringen kann er mir definitiv nichts, was wichtig wäre. Ich grüße... Und handeln? Nein. Dann bleiben wohl nur die Rezepte hier im Korb. Und zwar will ich den verbesserten Seelenbogen. Was brauche ich denn dafür? Einen Heiltrank und eine Alraune. Gut. Ah ja. Okay, Bogenbau. Anleitung vollendeter Seelenbogen. Ein großer Heiltrank und eine Eingebung.
Wieso Entfernung? Sehen auch so, weil ich da hinten. Wo kriege ich eine Eingebung bitte her? Egal. Also jetzt kann erstmal Fyris für uns den Seelenbogen verbessern. Ein Heiltrank, eine Alraune. Ich habe keine Alraune, gell? Mist. Wo kriege ich eine Alraune her? Verkaufst du welche? Ich grüße dich. Elfische Schnitzmesser? Nein, du verkaufst natürlich keine Alraune. Okay. Wo kriege ich eine Eingebung her? Ja, Sohn des Zwergenvolkes. Nichts weiter. Also gut. Ich denke mal, das war's dann erst einmal hier. Ich muss irgendwann herausfinden, wo ich eine Eingebung herbekomme. Und eine Araune. Aber nun gut. Nächster Schritt. Dass Kapitän ihr hier Diepa. Noch nach Herrn Ardos Heilung verweilen mögt, zeugt von Mut. Wir sind diese Elfen und ihre Verwundeten. Ja, ist gut. Was kann ich für euch tun? Ich möchte abfahren, und zwar möchte ich zur Zollfeste. Dort haben wir nämlich auch noch drei Quests zu erledigen. Unter anderem geht's jetzt endlich mal ins Add-on. Da bin ich auch schon gespannt drauf, auf Phyllisons Geheimnis. Der gute Kapitän Phyllison von den Torwallern ist ja hier unterwegs. Mal sehen, was er uns zu erzählen hat. Wen nehme ich mit? Ich denke mal, da wir auch auf Schatzjagd gehen, bitte? Brauche ich auf jeden Fall Quano. Ardo nehme ich nachher mit. Was ist? Vorgrim und Fyris. Wie kann ich die. Gut. Gruppe vollständig. Willkommen auf Thurstein. Bitte nennt mir zunächst den Namen eures Schiffes. Ich konnte ihn nicht erkennen, als ihr anlegtet. Oh, neue Gardisten. Unser Schiff ist die Talaria. Die Talaria? Dann seid ihr. Yep. Dann sind wir. Dann seid ihr hier sehr willkommen. Kommandant von Hasingen äußerte den Wunsch, euch zu sprechen, solltet ihr hier anlegen. Ihr findet ihn im ersten Burghof. Oh, wie freundlich. Was ist mit dem Zoll? Die Talaria ist vom Zoll befreit. Sonderbefehl des Kommandanten. Nun gut, auf Wiedersehen. Ach du meine Güte. Okay, da gehen wir erst einmal zu Besuch hin. Tatsache, dass wir die noch mal treffen, das ist jetzt eine Überraschung. Ich muss schon sagen, so lange wie die Überprüfung der Waren dauert. Ach. Hallo. Na soll mich doch ein Klabauter holen, dass ich euch noch mal wiedersehe. Offensichtlich habt ihr euch prächtig erholt von dem Überfall damals. Pete hatte euch ja keine großen Chancen eingeräumt. Der scheint froh zu sein, uns wiederzusehen, der gute Albers. Seid gegrüßt, Captain Albers. Schön, euch zu sehen. Sicher habt ihr jetzt eure Ausbildung beendet, ja? Mein Glückwunsch dazu. Aber inzwischen beschäftigt ihr euch wahrscheinlich längst mit anderen Dingen. Jupp, wir haben das Kommando sozusagen über ein eigenes Schiff, Nun, Dagardo. Kann ich etwas für euch tun? Ich komme gerade aus Alpenhus und habe einiges an Handelsware dabei. Wo wir hier schon auf den Zoll warten müssen, werft doch mal einen Blick darauf. Oh, das machen wir gerne. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Eisenwalder? Was zur? Nachladezeit eine Kampfrunde. Ein Würfel plus 4. Was haben wir? Wir haben 2 Würfel plus 3 und das ist eigentlich besser. Nee, da sparen wir uns die eine Kampfrunde lieber. Die almandische Armbrust ist mir da lieber. Danke. Können wir ihm was Neues fragen? Gesicht. Immer noch so wissbegierig, was? Aber fragt nur. Wie ist es euch denn ergangen, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben? Wir mussten weiterfahren, um unsere Waren pünktlich zu liefern. Zum Glück sind wir dann vor weiteren Überfällen verschont geblieben. Aber der Schreck sitzt mir noch ganz schön in den Knochen. Ah ja, möchtest du sonst noch etwas wissen? Was erzählt man sich denn so in den Häfen? Oh, so allerhand wilde Geschichten. Da braucht ihr nur die Janna fragen.
Aber wie viel Wahres da immer dran ist, das weiß Fuldigo allein. Oder vielleicht ihr selbst? Ja, das, was wahr ist, werden wir schon rausfinden, wenn es uns interessiert. Nein, tja, danke. Ihr habt jetzt selbst genug Erfahrung, was? Recht so. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Nichts weiter, danke. Ich bin übergründlich geworden hier, ich muss schon sagen. Aber ich werde noch lange, wie die Überprüfung der Waren dauert. Das schaffe ich diesmal auch ganz allein. Wirklich.